Ja, hallo zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Step baut, also einen Druiden-Step. Als erstes braucht man die beiden Teile, die macht man aneinander. Dann die beiden, die kriege ich aber leider nicht auseinander. So, dann die Luftsäule. Dann nimmt man dieses Teil hier. Das macht man dann hier oben dran. Steckt man dann hier drauf. Dann steckt man das hier. Das will ich anvisieren. Dass man dann noch das obere sieht. Dann macht man das so hier. Dass das aber auch zur Seite guckt. Denn das wird nämlich dann später der Waffenhalter. Kommt dann die Waffe reingesteckt. Und dann machen wir als nächstes das hier drauf, dann folgt der Teil, dann muss man hier das so hier drehen und seitlich ranmachen, also dass es hier so hier ist, zwei Stück davon, so, dann steckt man halt solche Dinger hier dran, dann macht man die jetzt hier noch so hier. Dann macht man das von der Seite hier so dran. So hier. So dann der obere Teil. Dann macht man hier unten das dran. Ja, und dann macht man anschließend an dieses Teil das da dann. Es ist wirklich, also alles egal, wie die Farbe ist, das müsst ihr entscheiden. Ich hatte heute nur hier diese Farben, dann mache ich das hier dran. Das ist schon mal der Ständer dann. Dann mache ich anschließend die beiden Teile hier zusammen. So. Dann kommt das Teil hier dran. Dann steckt man das hier drauf. Das ist hier dann die Steuerung. So, ist ein bisschen wackelig. So, dann macht man das hier oben dran. Das ist schon wieder eins der letzten Teile. Dann macht man die beiden Teile hier zusammen. Und die steckt man dann als letztes hier oben drauf. So, jetzt ist der Step fertig. Dann benötigt man einen Druiden, der Querarme hat, dann kann man hier an der Seite noch den Blaster reinmachen. So. Und dann kann man halt dem hier noch das Ding, kann den dann halt hier noch ranmachen. So. So. Dann machen wir das am besten so hier mal. Ja. Und dann kann der Druid halt hier drauf stehen. Ja. So. Jetzt ist der Step fertig. Du, 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 du.